Wir sind hier auf dem Obst- und Weinbaubetrieb Fluhberg in Sissach, im Rebberg. Wir sind heute am Herbsten. Wir haben drei verschiedene Traubensorten auf einer Fläche von 1,5 Hektaren. Das ist der Blauburgunder, der Cabernet d'Orsa, das sind rote Trauben. Und heute schneiden wir den Sauvignon Blanc. Kilo. Ja, da. Also ich tue jetzt hier einen Spezialschwefel anrühren, den wir extra beim Sauvignon Blanc einsetzen. Das ist einer, der speziell Oxidation verhindert, wo noch ein bisschen Ascorbinsäure drin hat. Und weil beim Sauvignon Blanc die reduktive Arbeitsweise so wichtig ist, machen wir das jetzt mit dem hier und nicht mit dem herkömmlichen Schwefel. Wir sind jetzt hier der Sauvignon Blanc am Abbären. Das ist die Rebsorte, die extrem empfindlich reagiert auf Oxidation. Das heisst, wir haben dort alle Aromen bereits in der Traubenschale. Das sind die sogenannten Primäraromen und die wollen wir schützen, indem ich Trockeneis dazugebe, der dann immer schön einen CO2-Deckel bildet, damit die Aromen erhalten bleiben. Ich mache jetzt hier aus dieser Box, nehme hier mal ein bisschen raus. Und gib das kontinuierlich, jetzt während dem Einfüllen, immer im Tank oben rein. Zusätzlich haben wir dann auch noch den Effekt, dass uns das die meisten noch ein bisschen runterkühlt. Und das ist dann nachher auch gut, wenn sich die Mikroorganismen dann entsprechend weniger können ausbreiten können. Wir machen jetzt hier im Keller unten den Sedimentationstank parat für ein Sauvignon Blanc. Damit wiederum alles unter reduktiven Bedingungen abläuft, geben wir hier Trockeneis rein. Ich tue das vorlegen hier rein. Das sind so Pellets, die wir hier einfach jetzt reingeben. So. Jetzt haben wir hier Gewährleistung, dass wir hier immer einen schönen CO2-Deckel auf dem Most haben. Ich mache jetzt den Tank zu. Voilà. Und jetzt gehen wir rauf, gehen den Most auf die Presse tun. Und sobald er nachher von der Presse runterläuft, in den Keller läuft er in den Tank hinein. Wir sind jetzt hier oben bei der Presse. Wir müssen jetzt schauen, dass auch der Most, den wir hier vom Tank, wo wir die meiste Stanzung gemacht haben und jetzt auf die Presse läuft, müssen wir schauen, dass der Ablaufmost jetzt eben auch reduktiv bleibt. Darum gebe ich hier Trockeneis unten rein. Wir haben jetzt hier immer einen schönen CO2-Deckel. Hier geben wir jetzt auch gerade noch so eine Schaufel rein. Wir wollen überall den Deckel drauf haben. Jetzt haben wir eigentlich den Schutz gewährleistet. Gestern oben haben wir hier oben im Tank trocken eingegeben. Jetzt läuft es hier über die Pumpe auf die Presse. Und das, was jetzt hier mit der Pumpe runterläuft, das läuft jetzt bereits im Tank unten. Im Sedimentationstank, den wir parat gemacht haben. Vor drei Tagen haben wir die Sauvignon Blanc-Trauben hier oben angeliefert bekommen. Und die sind damals in einen Tank reingepumpt worden, um eine Maischenstandzeit zu machen. Vor zwei Tagen, also respektive gestern, haben wir dann die Maischen auf die Presse da und haben sie dann abgepresst. Nachher ist er auch gerade noch gestern hier in den Tank geflossen, wo er jetzt zum Ausklären war. Jetzt, nach drei Tagen, wo der Wein ausgeklärt ist, respektive der Most, ziehen wir ihn hier ab und lassen ihn in die Gärung nachher weiterlaufen. Das ist ein Müsterli von diesem geklärten Most, den wir jetzt hier aus dem Tank abziehen und den wir jetzt so in diesem Klärungsgrad in die Gärung schicken. So tue ich jetzt die Hefe anrühren für ein Sauvignon Blanc. Wir haben eine Hefe ausgesucht mit der speziellen Eigenschaft, dass sie durch die traubeneigenen Aromen während der Gärung fördern. Wir haben jetzt hier in diesen Kürbeln die Hefe auf die Temperatur der Tank angepasst, damit sie keinen Temperaturschock erleidet. Und jetzt gebe ich die hier in den Tank rein, wo wir den klaren Wein haben, damit er möglichst schnell von hier gären.
Seit 10 Tagen ist der Sauvignon Blanc jetzt in Keller runter am Gären, bei einer Temperatur von etwa 17 Grad. Da kommt es auch jetzt darauf an, jede Hefe hat ihre Lieblingstemperatur, wo sie die schönsten Aromen bildet. Und unsere, die wir jetzt hier gewählt haben, die ist ideal zwischen 16 und 18 Grad. Da schauen wir, wir haben hier einen Tank im Kühlplatten, so können wir die Temperatur steuern. Anfangs gärig ist die Temperatur eher ein bisschen wärmer, weil der Most vielleicht auch noch ein bisschen wärmer ist, dann geben wir die Hefe dazu. Und von dem Moment an, wo die Hefe eigentlich aktiv wird, müssen wir einfach kühlen, weil dann entsteht Wärme. Und wenn wir nichts machen würden, würde das bis 25 Grad warm werden. Zur Überwachung der Gärung messen wir auch regelmässig den Zucker. Und das machen wir mit dieser Spindel, die uns den Töchsligrad anzeigt. Jetzt muss ich die Spindel hier eintauchen. Von allein so eintauchen lassen. Also wir sehen jetzt schon, aufgrund wie weit oben das hier geht, viel Zucker haben wir hier nicht mehr drin. Der ist schon relativ weit fortgeschritten in der Gärung. Da sind wir jetzt bei 5 Öchsle noch. Zur Kontrolle der Gärung gehört für mich auch das regelmässige Abschmöcken. Das mache ich, indem ich das Schläuchli kurz nehme. Da kann ich gerade so, da kommt natürlich Kohlensäure raus, das ist unangenehm, aber trotzdem schmecke ich, ob die Gärung gut tut oder ob die Hefe irgendwie einen Stress hat. Und der Vorteil ist, ich schmecke eigentlich zuerst aufgrund von den Gasen, ob etwas nicht gut ist. Wenn ich dann am Händchen rauslasse und es schon im Glas schmecke, ist es eigentlich schon ein bisschen spät, dass ich auch dann noch reagiere und der Hefe ein bisschen Nährstoff zuführe. Aber wenn es hier oben gut schmeckt, dann ist alles in Ordnung. Das regelmäßige Abschmecken vom Wein während der Gärung ist sehr ein wichtiger Teil, um die Gärung kontrollieren können. Da schmecke ich sofort, ob die Hefe irgendeinen Stress hat und allenfalls noch ein bisschen Nährstoff braucht oder ob alles in Ordnung ist. Gärung beim Weißwein dauert ja länger als beim Rotwein. Das ist eigentlich der einzige oder mitentscheidende Grund, ist, dass Gärung beim Weißwein viel kühler abläuft. Wir sind hier bei Temperaturen, eben je nachdem zwischen 15 und 20 Grad. Und beim Rotwein, da reden wir dann von gegen 32 Grad. Ein weiterer Punkt ist auch, dass bei einer Weißweingärung die Alkoholausbeute höher ist. Wiederum aufgrund von der kühleren Temperatur. Das heisst, die Hefe tut einfach mehr, während dieser Zeit mehr Alkohol bilden. Und beim Rotwein in dem Sinn haben wir vielleicht die gleiche Alkoholbildung, aber ein gewisser Teil verdunstet natürlich durch die höhere Temperatur dann auch wieder. Wir haben jetzt hier unseren Sauvignon Blanc aus Sissach. Es sind 18 Tage vergangen seit Anfangsgärung. Man sieht jetzt auch im Kübeli, wir haben keine CO2-Entwicklung mehr. Das heisst, sämtlicher Zucker ist in Alkohol vergoren. Wir haben das natürlich auch noch gemessen, dann wiederum mit der Spindel, mit der Alkoholspindel, und haben festgestellt, tatsächlich, Zucker ist ganz vergoren. Jetzt ist der Zeitpunkt, nachdem der Wein etwa noch 3-4 Tage können Ruhe ein bisschen helfen, sich absetzen, ist der Zeitpunkt vom ersten Umzug. Wir tun den ganzen gesamten klare Wein, sprich der Wein mit der Feinhefe, jetzt oben klar Ablauf abziehen. Der kommt in einen anderen Tank. Und die grobe Hefe, die hat sich bereits schon unter einem Klarablauf hier am Boden unten abgesetzt. Das Ziel des heutigen Arbeitsschritts ist im Prinzip, die grobe Hefe mal wegzunehmen. Und das machen wir, indem wir jetzt einfach den Wein abziehen, bis wir hier Luft bekommen. Dann können wir das Türchen aufmachen und dann nachher gehe ich von innen her dann im Tank, kann ich genau bis auf die grobe Hefe oben abziehen und dann stoppen. Mittlerweile haben wir das Türchen aufgemacht und kommen jetzt von innen her dieser groben Hefe langsam näher. Ich tue jetzt einfach gerade von der Oberfläche her absaugen und mit dem Licht kann ich hier schön beobachten, wenn das die grobe Hefe zum Vorschein kommt und dann auch stoppen entsprechend. Das Helle, das jetzt hier am Boden noch zurückbleibt, das ist die grobe Hefe, die wir haben abtrennen wollten. In diesem Tank ist jetzt ein Sauvignon Blanc mit der Feinhefe, die wir umgezogen haben. Gleichzeitig bei diesem Umzug haben wir auch gerade noch ein bisschen SO2, sprich schwefelige Säure dazu, um den Wein zu stabilisieren. Erstens mal möchte ich mit dem verhindern, dass wir einen biologischen Säureabbau haben auf dem Sauvignon Blanc, weil für mich muss Sauvignon Blanc frisch sein, knackig, spritzig und da möchte ich nicht einen Wein, der dann in Breite geht, was man mit einem biologischen Säureabbau fördern würde. Also wir haben jetzt das eingebrennt, sagt man dem, um das zu verhindern und gleichzeitig haben wir auch noch einen Schutz dann vor Oxidation, wobei ab diesem Stadium jetzt ist auch sehr wichtig, dass die Tanks voll sind. Es gibt jetzt, nachdem dass wir den Wein von der groben Hefe weggezogen haben, keine halbvollen Tanks mehr. Der Ausbau vom Sauvignon Blanc findet jetzt in den nächsten 2 bis 3 Monaten in diesem Tank statt. Es geht einerseits darum, den Schwefel zu stabilisieren und andererseits dann auch darum, zu einem späteren Zeitpunkt auch den Weinstein noch stabil zu machen.
Das machen wir dann mit Kälte, dass wir noch später auf der Flasche keinen Ausfall mehr haben. Wir haben jetzt Anfang Februar. Wir sind hier wieder im Keller unten. Der Sauvignon Blanc haben wir jetzt soweit im Schwefel stabilisiert. Und jetzt ist der Moment gekommen, wo wir ihn filtrieren wollen. Nach der Filtration wollen wir dann den Keller nochmal abkühlen, dass der Weinstein auch noch rausgeht, bevor wir dann den Wein abfüllfertig machen können. Hier im Schauglas können wir jetzt die Durchflussmenge vom filtrierten Wein ablesen. Momentan läuft er mit ca. 1900 Liter pro Stunde. Nach etwa 4,5 Monaten Ausbauzeit füllen wir heute, wir haben jetzt Mitte April, unsere Sissachen Sauvignon Blanc auf Flaschen. Das ist ein sehr wichtiger Tag, weil heute schließen wir das ab, was wir im Herbst hier bei uns angefangen haben. Wir sind in Sissach auf dem Flueberg und heute ist der grosse Tag. Unser Sauvignon Blanc kommt zurück, abgefüllt in Flaschen. Er ist im Oktober als Traube von unserem Rebberg nach Liestal zur Firma Siebendopf und dort jetzt gepflegt und gehackt worden. Und jetzt sind wir gespannt, was da zurückkommt. Wir sind stolz auf diese Spezialität und freuen uns, dass wir diesen Wein unseren Kunden anbieten können.